Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Wir haben in der letzten Folge den Bahnhof, die Bahnhofseinfahrt von unserem einen Güterbahnhof verändert, so dass wir dort in der Zukunft besser anfahren können und mehr Platz haben. Und jetzt bauen wir gerade einen neuen Möbelzug, der ab sofort von hier laden nach hierhin entladen fährt und somit losfährt jetzt. Schauen wir, wie gut dieser eine Zug auf der Linie noch tut und wie viel Geld er vor allem einbringt. Wir reden ja jetzt hier noch von keinen exponentiellen Größen. Das ist eh das Größte, was du am Bahnhof bauen kannst. Ach, schau mal, die Möbel sind jetzt natürlich in einer höheren Produktion drin. Aber die sind auch instant wieder voll. Und die Nachproduktion hat auch kein einziges Problem damit. Ich bin eher gespannt, wie viel Geld er bringt. Schauen wir. Natürlich, das Kreuz macht weiterhin Probleme, aber es bleibt relativ gut. So, und wie viel macht er? Ah, stimmt, der macht hier gar nichts. Der füllt hier bloß auf, damit wir den Bus hier erweitern können, rein theoretisch. Ich glaube, die können wir alle verkaufen. Ja. Kaufen würde ich aber gerne zwei von denen. Erstmal um Detail kümmern. Holzlader. Dann Fahrplan. Hier laden. Hier und unten entladen. Dann kommst du, Details erstmal regeln, Holzmöbel, halt hinzufügen, laden und hier entladen. Beide losschicken. Merkt ihr schon, dass der Bahnhof eigentlich zu klein wird? Jetzt werden hier die Möbel abtransportiert und ich hoffe, dass die auch... Also ich glaube, wir haben eine sehr hohe Produktion jetzt auch. Ich schau mal, wie, oder ich hoffe mal, dass wir relativ schnell runterkommen. Dass unsere Züge sich auch lohnen in dem Fall. Das Problem ist halt natürlich, dass der Bus hier hält. Das macht die ganze Fahrerei ein bisschen enger und irgendwann sollte gleich auch der... einer unserer Züge noch kommen. Aber wir schauen, wir kriegen es bis dahin wieder fast leer. Weil wir kriegen es leer. Na, jetzt kommen die ersten Möbel nach. Sind wir bei 33. Man muss natürlich auch mal wieder kontrollieren, wie gut das alles funktioniert. Jetzt kommt da, der füllt auf, okay. Wo ist der Möbelzug? Da kommt der Möbelzug. Wir sind quasi leer jetzt. Wir sind leer. Der füllt auf. Bis zu 48. Das könnte interessant werden. Vielleicht können wir sogar noch einen einbauen. Fortgeschrittene Möbel. Ja, dafür brauchen wir noch Sachen, die können wir uns leider aktuell nicht leisten. Aber wir haben hier eine gute Zahl erreicht und es geht immer besser voran. Schau dir das an, geliefert 152 schon. Wie viel Holz haben wir eigentlich schon in unserem Holzbetrieb hier geliefert? 552, das passt doch nicht ganz. Warum können eigentlich die... Achso, in den letzten 30 Tagen. Lebensdauer. 53.000 Holz haben wir den geliefert. Und er hat uns 16 Millionen gegeben. Das ist unser ältester Betrieb, läuft natürlich nicht perfekt, aber hatten wir auch schon 42.000 geliefert mit LKWs und wir haben 15 Millionen an ihm verdient. Das ist natürlich schon eine prekäre Zahl, würde ich sagen. Können wir auch Daten nachschauen? Verfügbar, aha. Statistik, Frachtumschlag 122. Aber schaut alles sehr, sehr interessant aus. Und hier, die sind jetzt happy. Die Nachfrage passt schon ganz gut. Ich glaube, da würde sich auch bald ableveln. Eigentlich alles in einem grünen Bereich. Ja, so. 2,4 Millionen. Ich bin auch immer der Typ, der tut... Ich mag eher jetzt verbessern. Sowas wie zum Beispiel, das stört mich noch. Das will ich jetzt anpassen.
Und deswegen werden wir als erstes hier das abändern, bis wir überhaupt was Neues erschließen. Es tut mir für euch leid, aber so bin ich halt. Das geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack hier, dass das hier so ausschaut zum Beispiel. Ich versuche schon so viel wie möglich für später zu planieren. Damit wir später wirklich nur noch Schienen legen müssen und damit auch Geld sparen. Aber hier geht es auch schon mit 2 Millionen drauf. Wir sehen, die Kosten steigen exponentiell und man sieht auch, was für ein Krater wir in die Landschaft reißen. Hey, aber wir sind Logistiker. Wir müssen Berge zerschneiden, um Sachen liefern zu können. Und wenn der Zug hier gerade ausfahren kann, die Bahnhöfe lang werden, dann haben wir was geschafft, du. Wenn wir dann irgendwann noch hier vielleicht erweitern können, links, rechts, die Straßen abreißen anfangen, dann sind wir richtig brutal. Ja, schau dir das an, läuft alles eigentlich gut. Wir haben jetzt schon wieder 400.000 auf dem Konto, weil unser Geld floriert eh. Der hat sich mittlerweile auch gut stabilisiert. Oh. Jetzt haben wir hier einen Massenstau, der nicht gut ist. Dreh nochmal bitte um. Gut. Und ich muss hier ganz schnell, aber wirklich ganz schnell ein Vorsignal einbauen. Sonst könnte das böse enden. Das könnte sonst böse enden. Ah, das schaut aber alles ja so mittelstabil aus. So mittelstabil, würde ich sagen. Der fühlt sich echt so, als ob man nicht genug geliefert kriegt. Was? Also ich würde ja gerne hier eine fette Station hinbauen. Ohne Scheiß. So eine 100, 200 Meter Station. Würde ja passen. Problem ist dieser blöde Fluss, der da genau zwei Stellen belegt. Kann man den nicht auffüllen? Ist so beschissen. Hä? Lol, das... Wir erweitern mal den Bahnhof hier, würde ich sagen. Alter, was? Mal kurz pausieren. Was? Damit könnte ich viele Transporte in einen Zug packen. In einen. Wie viel größer geht der noch? Ich glaube, wir können jetzt hier einige Transporte uns sparen. Holy shit. Das ist unerwartet. Welche Züge fahren alle die Strecke? Passagierwagen. Der fährt schon mal fix nach da hinten. Wir können jetzt Züge 250 Meter lang machen. Bedeutet zwei Züge mit 250 Meter langen Länge. Der hier können wir austauschen komplett. Ich will zwei Züge mit 250 Metern Länge. Für jeweils einen Grund sozusagen. Natürlich mit einer Hochleistungslok vorne dran. Wir brauchen für Möbel brauchen wir den Wagen hier. Wird natürlich gleich angepasst, weil dann können wir den hier beim Duplizieren gleich so nutzen.
Und dann sind wir jetzt bei 125 Meter. Ah, da geht noch mehr. Alter, immer noch. 200, ah, schnell, jetzt haben wir 260. Dann löschen wir einen. 253. Bisschen zu lang, aber das geht. 900.000, easy. So, der ist schon mal ready. Und dann brauchen wir noch einkaufen. 900.000, das geht ja easy. Dann tun wir hier noch einen hin. Der liefert bitte die Latten. Alter, das sind die längsten Züge auf unserer Schiene dann. Sind natürlich auch massenweise wert, aber hey. Da gehen noch zwei Züge locker dazu. Einer geht noch. 253. Wir müssen mal kurz warten, bis wir 800.000 haben. 800.000, komm schon. Gib mir das Geld. Dann kann ich die anderen zwei Züge in Ruhestand schicken. Oder anderen drei Züge in Ruhestand schicken. Das heißt, ich mal legen, wir gehen da richtig viel, gehen wir in den Ruhestand jetzt. Weil wir einfach eine Zugmasse dann haben, die unbeschreiblich ist. Ich will den Möbelzug auf dem Rückweg erwischen. Am besten. Wenn ich ihn finde. Das ist die Kombination. Die nehmen wir uns als erstes vor. So, warte mal. Du fährst jetzt bitte ins Depot. Du genauso. Ab ins Depot. Jetzt bist du dran. Halt hinzufügen. Laden. Entladen. Und du fährst los. Holy shit, ist der Zug lang. Du auch, es tut mir leid, du warst relativ neu noch, aber du hast ins Depot zu gehen. Du wirst ersetzt gegen einen neuen Riesenlok. Laden. Entladen. Du darfst auch los. Holy shit, wo ist der Riesenzug? Da ist... Big Number One ist am Laden. Alter. Schaut euch dieses Biest an. Ich will jetzt den Umsatz wissen, den der macht. Also allein, was der blockiert an Schienen jetzt erstmal. Holy shit. Ganz anderes Level. Ja, fast mal 190.000. Ja, der macht schnell die Gewinne wieder rein. Und da kommt der nächste. Damit machen wir natürlich jetzt einen ordentlichen Umsatz, du. Der hat wahrscheinlich hier auch alles bummvoll. Da können wir auch bald Ersatz reintun. Wir brauchen mindestens einen weiteren Bus. Schauen wir mal. Ein weiterer Bus sollte das aber, glaube ich, schaffen. Möbel, Fahrplan, Laden, Entladen. Go, go, wir brauchen mehr Dienste. Jetzt muss entleert werden, weil wir... Oh, okay, jetzt kriegen sie aber echt gut hin. Wenn kein Bus da dauernd steht. Funktioniert aber gut. Ich warte gerade nur, bis der nächste Riesenzug auf... Oh, da war schon der nächste Riesenzug. Ups. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.